Unsere Heimreise ist in vollem Gange. Beim letzten Mal waren wir aus Albanien kommend, in Montenegro nach Norden getingelt, hatten euch die Bucht von Kotor von oben gezeigt und knapp die Kollision mit einem Kreuzfahrtschiff vermieden. Nach erfolgloser Stellplatzsuche waren wir in einer Bucht gelandet, deren steile Zufahrt wir fast nicht mehr nach oben gekommen wären. Und nach diesem Abenteuer beginnt nun der letzte Teil dieser Reise. Es geht ab nach Hause, aber ein paar Stopps legen wir schon noch ein. Ab in den Süden. Wir fahren nach Griechenland und zwar zu dritt. Alle einsteigen. Wir sind Ola und Gerfried und wir leben die Freiheit, heute noch nicht wissen zu müssen, wo wir morgen aufwachen werden. Im Wohnmobil erkunden wir Europa und verbringen einen guten Teil des Jahres im Camper. Neben Kurztrips machen wir immer wieder auch Langzeitreisen. Denn seit 2020 arbeiten wir ortsunabhängig vom Wohnmobil aus. Neuerdings mit dabei ist Katze Ruby, die nach anfänglichen Zweifeln von der obersteirischen Bauernhofkatze schön langsam zur Weltenbummlerin wird. Da waren wir schon im Juni. Unerwarteterweise kommt unser Weg nach Hause auch hier durch. Wir hatten uns gedacht, die neue Brücke auszutesten. Juhu! Die Pelleschatzbrücke wurde ja wenige Tage nach unserer Heimreise eröffnet. Das heißt, bei der letzten Reise sind wir noch nicht drüber gefahren, aber jetzt ist sie eröffnet und das müssen wir natürlich sehen. Sonst hätte man auch geradeaus durch Bosnien fahren können, aber so ersparen wir uns den Grenzübertritt. Wie wir schon in den Videos im Juni und Juli befürchtet hatten, die Pelleschatzbrücke zeigt erste Auswirkungen. Wir haben Stone, das ist die Stadt hier mit der riesenlangen Stadtmauer, wo man früher die Salzproduktion geschützt hat, noch nie so geschäftig erlebt, schon gar nicht im Oktober. Stone war halt bislang nicht am Weg für die meisten, sondern ein Umweg und damit nicht so am Radar. Aber jetzt kommt man ohnehin dran vorbei am Weg zur oder von der Brücke und damit kommt dem Ort offensichtlich mehr Beachtung zu. So viele Wohnmobile haben wir hier noch nie gesehen. Das ist neu. Bislang gab es auf dem Pelleschatz keine Autobahn. Nur relativ kleine Straßen und ja, jetzt beginnt kurz nach Stone bereits die Autobahn in Richtung Brücke. Diese Schnellstraße kann man etwa in der Mitte der Halbinsel auch verlassen und das bedeutet wiederum, dass man sich zukünftig für den Besuch von Dubrovnik zum Beispiel von Vigan aus einiges an Zeit sparen wird. Und da ist jetzt die Pelleschatzbrücke. Dankenswerterweise gibt es hier auch einen Autobahnparkplatz mit Aussicht. Der letzte Parkplatz vor der Brücke. Da könnt ihr die Brücke in ihrer gesamten Pracht nochmal betrachten, bevor es dann drüber geht, wie für uns gleich ja die Schnellstraße durch die Hälfte oder drei Viertel der Halbinsel Pelleschatz. Die spart schon einiges an Zeit am Weg in den Süden. Für uns, die wir gerne nach Vigan fahren, nicht so viel, denn wenn wir diese Variante nehmen, dann erreichen wir eben die Mitte der Insel und müssen dann wieder zurück in den Norden nach Vigan fahren. Aber für alle, die in den Süden wollen, nach Dubrovnik oder weiter nach Montenegro oder Albanien, ist das jetzt sicher eine Zeitersparnis. Zeit spart ihr hier aus zwei Gründen. Erstens müsstet ihr sonst zweimal über eine Grenze, nämlich die zu Bosnien und wieder zurück. Und zweitens, weil eben die Straße eine Schnellstraße ist und sonst gibt es nur die Küstenstraße. Hier seid ihr wahrscheinlich doppelt so schnell unterwegs.
ins Festland hat uns wieder. Ein nächstes kleines Highlight für euch, das hier ist das Neretva Delta. Der Fluss Neretva mündet hier in die Adria und bewässert auf seinem Weg diese komplette Tiefebene und hier wird sehr viel Obst und Gemüse angebaut. Wir sind früher sehr oft hier durchgefahren, als die Autobahn nach Ploče noch nicht fertig war. Am Weg zum Surfen in Vigan, da hörte die Autobahn irgendwo hier hinterm Hügel auf und dann musste man das letzte Stück noch durchs Neretva-Delta fahren. Und schon damals gab es extrem viele Obst- und Gemüsestände am Straßenrand. Und wir sind jetzt offensichtlich zur Zeit der Orangenernte hier. Alles blitzt in Orange am Straßenrand und die Orla musste dann natürlich zuschlagen und hat uns ein Netz organisiert. Ratet mal, wie viel davon bis nach Hause überlebt. Schauen wir mal. Gerfried sagt, Orangen, das sind wahrscheinlich Mandarinen oder Clementinen. Hat er sich wieder nicht richtig informiert? Die Lust nach Vitamine ist jetzt befriedigt. Ich glaube, sobald ich den Knoten auflöse, geht's los. Der Preis für diesen Netz von 2 Kilo war schon in Euro, 5 Euro. Ich finde es fair. Besser von hier lokal als durch halb Europa mit LKWs geschleppt. Jetzt werden sie halt mit dem Wohnmobil durch halb Europa geschleppt, aber am Weg dorthin auch weggegessen. Auch diesen Platz kennt ihr schon von unseren Frühjahrsvideos. Wir sind wieder am Autocamp Sirena gelandet, denn eine Nacht wollten wir noch hier am Meer verbringen und den Nachmittag noch in der Sonne sitzend genießen. Und das ist uns jetzt gelungen. Jetzt wird noch Risotto gekocht. Die Eule hat ja heute Mittag Meeresfrüchte eingekauft. Und dann verabschieden wir uns schon wieder vom Meer und werden durchs Landesinnere in Richtung Slowenien und dann nach Hause fahren. Dafür haben wir dann ab morgen noch 2 Tage. Das heißt, ein Stopp geht sich noch aus. Wir schwanken ein wenig zwischen den Plitvicer Seen und der Postojnska Jama, der Höhle von Postojna. Ruby hat einen Stalker. Diese Katze hat uns jetzt gute 10 Minuten gefolgt und auch zu Ruby gerufen. Ruby interessiert sich für diese andere Katze gar nicht. Da bleibt diesem Kater nur mehr eine Möglichkeit. Er muss Ruby mit seinem wunderschönen Gesang überzeugen. Was haltest du davon, Ruby? Singt er schön? Guten Morgen! Wir haben uns eine schöne Sonnenterrasse ausgesucht, haben dort den ganzen Nachmittag genossen und das war jetzt ein schöner Abschluss noch einmal am Meer. Dann hatten wir jetzt geplant, zu den Plitvicer Seen weiterzufahren. Die Höhlen von Postojna haben wir jetzt ausgeschlossen, weil es ein Umweg wäre und zu weit für die Zeit, die wir noch haben. Aber auch für Plitvice sieht es gar nicht gut aus. Selbst hier am Meer seht ihr, wie diesig, wie bewölkt es heute ist. Und das ist noch das beste Wetter, das man heute bekommen kann. In Richtung Norden, in Richtung Süden, überall regnet es. Und wenn wir ins Landesinnere fahren, dann stehen die Chancen gut, dass wir die Sonne nicht wiedersehen. Und dann macht auch der Besuch der Plitvicer Seen sehr wenig Sinn. Leider, leider, aber das wird wohl wieder nichts. Ob man sich an einem Ort wohlfühlt oder nicht, hat sehr stark mit dem eigenen Mindset, mit der eigenen Einstellung zu tun. Das haben wir speziell bei unserem zweiten Aufenthalt heuer hier gemerkt. Denn beim ersten Aufenthalt hatte es uns eigentlich ganz gut gefallen, weil wir wussten, was uns erwartet. Hier spricht alles Deutsch, die Belegschaft, alle Besucher und man ist in einer ressortartigen Umgebung. Das wussten wir damals, waren darauf eingestellt und deshalb hat es uns eigentlich ganz gut gefallen. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit natürlich nicht vergessen, wie es hier ist, aber nach Griechenland, nach Albanien, nach diesen doch sehr authentischen Erfahrungen dort, war es ein kleiner Schock.
heute Morgen haben wir uns angesehen und uns wirklich wechselseitig gefragt, warum fahren wir eigentlich noch nach Kroatien, wo alles reglementiert ist, wo alles so ressortmäßig ist, wo man eigentlich nur wenige authentische Erfahrungen macht, ohne jetzt alle über einen Kamm scheren zu wollen. Aber gestern haben wir lange Zeit gesucht, wollten eigentlich einen neuen Campingplatz finden, aber was da teilweise für Preise aufgerufen werden. Omi und ein Opi haben einen Garten und sagen dann plötzlich Campingplatz dazu, geboten wird nichts, außer vielleicht einer Freiluft-Stranddusche und dann werden dafür zwei Personen im Kastenwagen in der Nachsaison im Oktober 40 Euro aufgerufen. Also da läuft einfach irgendwas schief, das macht man, weil man es kann. Aber für einen reinen Parkplatz, um die Nacht zu verbringen, ist uns das zu viel und das macht uns Kroatien gerade etwas unsympathisch. Und da kommen wir jetzt wieder zurück zum Mindset, zur Einstellung. Wenn man darauf eingestellt ist und sagt, okay, ich fahre hier für eine Woche, für zwei Wochen her, ich weiß, was mich erwartet, ich möchte einfach Sonne und Meer genießen, dann zahlt man es wahrscheinlich, nimmt die Umstände in Kauf und sagt, schöne Landschaft, gutes Essen, passt schon. Wenn man jetzt nach 7 Reisewochen aus Griechenland und Albanien retour kommt, wo es uns gefällt, weil man dort halt noch authentische Erfahrungen machen kann. Und wenn man jetzt aus diesen Ländern hierher zurückkommt, dann ist Kroatien im Nachgang eine etwas schale Sache. Jetzt wird sicher der eine oder andere Zuseher, die eine oder andere Zuseherin sagen, ich sehe es genau umgekehrt. Kroatien ist toll und Griechenland und Albanien, da ist mir zu wenig Infrastruktur oder das sind nicht meine Länder und es ist auch völlig okay. Jeder findet seine Reiseländer. Uns ist es halt heute nur aufgefallen, dass vieles mit der Einstellung und mit der Erwartungshaltung zu tun hat. Wenn wir uns darauf einstellen, dann können selbst wir Touristenressort, diesmal hatten wir irgendwie vergessen, uns darauf einzustellen und im Kontrast mit den vorherigen Ländern tun wir uns gerade ein wenig schwer. Weit sind wir nicht gekommen. Hier kurz vor Schibenik haben wir den ersten Kaffee- und Mittagsstopp gemacht und die Schwäne sind nicht vor uns geflüchtet, sondern im Gegenteil direkt auf uns zu, was Euler dann natürlich dazu veranlasst hat, ihnen auch was zu geben. Ein altes Boot hat sich dafür gut geeignet. Und jetzt geht es noch mal eine Stunde weiter. Wir schauen, dass wir an Zadar mal vorbeifahren. Dort gibt es einen letzten Stopp am Meer. Und danach in den Abendstunden wollen wir noch mal zwei Stunden fahren. Ab in die Kälte. Wir werden dann irgendwo vorbei an den Plitvicer Seen noch mal die letzte Nacht verbringen. Und morgen geht's heim. Kurz hatten wir Angst, dass wir die Sonne nicht mehr erwischen würden, weil es da vom Hügel so runterging, dass wir lange Zeit im Schatten fuhren, aber jetzt haben wir es doch noch geschafft. Ein letzter Sonnenuntergang am Meer für uns. Ja, das sieht ein wenig aus wie ein See, ist aber keiner, ist das Meer, und zwar das Kariner Meer, eine Karstbucht, die Adria hier geflutet hat. Gleich dahinter kommt dann das Novigrader Meer, nochmal dieselbe Geschichte, mit einer ganz schmalen Verbindung dazwischen und erst hinter dem Novigrader Meer kommt dann eigentlich die Adria. Man riecht das Meer aber ganz deutlich, riecht eindeutig nach Meer. Was du für ein schönes Plätzl für uns ausgesucht hast. Und auch wenn es hier ganz hässliche Bauruinen gibt, es ist uns trotzdem lieber als so ein Campingplatz. Ich kann jetzt schon nirgends mehr hin. Ruby, was machst du mit mir? Tut. Der Ruby gefällt der Spot. Sie hat noch einen Spaziergang bekommen. Wir überlegen uns gerade, ob wir noch einmal am Meer übernachten wollen. Aber dann haben wir morgen ziemlich weit zu fahren. Und deshalb wird es wohl eher nichts. Schade, schade. Wir werden jetzt noch die allerletzten Sonnenstrahlen auskosten. Und dann geht es wieder ab hinter Steuer. Einmal noch 2,5 Stunden bis Slun.
weg ist die Sonne und das war's dann wohl auch schon wieder. Ab geht's hinter Steuer weiter ins kroatische Hinterland. Guten Morgen, wir wollten gerade vom Camper wegspazieren und einmal noch drehe ich mich um und denke mir, warum ist denn die Warnblinkanlage an? Ich habe die nicht eingeschalten, das war die Katze. Ruby, kann man das lassen? Kein Einschalten der Blinker, okay? Ausgemacht, wir sind in einer halben Stunde wieder da. Wie angekündigt sind wir in der kleinen Stadt Slun gelandet und hier bei diesem rosaroten Haus gibt es ein tolles Angebot für uns, nämlich kostenlose Wohnmobilstellplätze. Nur für Entsorgung und so weiter müsste man was bezahlen, das Übernachten ist kostenlos. Und das nützen wir jetzt. 10 Minuten Gehzeit bis zu den Rastoke Wasserfällen. Hier sind wir im kleinen Dorf Rastoke. Rastoke ist heute nur mehr ein Touristendorf, eingebettet in die größere Ortschaft Slun. Aber Slun ist aus Rastoke hervorgegangen, weil man hier die Wasserkraft von zwei Flüssen genutzt hat, um mehrere Wassermühlen zu betreiben. Und das war dann ausschlaggebend für die wirtschaftliche Entwicklung. Ein bisschen über 5 Euro kostet der Eintritt hier auf das Gelände im Oktober. Das ist okay, nachdem das Wetter nicht so schön war, haben wir die Plitvice Seen ausgelassen. Aber diese kleine Anlage, die können wir schon anschauen. Hier gibt es nicht nur eine alte Wassergetreidemühle zu besichtigen, sondern auch einen frühen Vorläufer unserer heutigen Waschmaschine, nämlich einfach ein Fass mit Löchern drin, wo dann ein starker Wasserstrahl durchgeschickt wurde, um das, was im Winter gewebt wurde, durch diesen Wasserstrahl über 5 bis 6 Stunden geschmeidig zu machen. Der Fluss Slunčica fließt hier in die Korana und die Korana fließt dann weiter zu den großen Plitvicer Seen. Hier nennt man das Gelände auch die kleinen Plitvicer Seen. Sehr schön anzusehen, sehr touristisch, aber jetzt im Schlechtwetter im Oktober geht's schon. Die Eula ist hin und weg, denn wir sind in der Handarbeitsabteilung angekommen. Ich befolge hier nur Anweisungen, die haben gesagt, ich muss
Ja, das kann man sich schon ansehen. Ist schön gemacht, gut aufbereitet und unterhaltsam. Also wenn ihr in Kroatien unterwegs seid, vom Norden in den Süden oder umgekehrt und vielleicht nicht die Zeit habt, die großen Plitvice-Seen zu sehen oder vielleicht das Wetter auch nicht so ideal ist, dass ihr sagt, das zahlt sich nicht aus. Hier könnt ihr einen kurzen Stopp machen, braucht weit weniger Zeit für die Besichtigung und seht trotzdem viele Wasserfälle, Höhlen, zwei Flüsse und erfährt einiges über die Vergangenheit der Region hier. Zahlt sich aus. Ich würde die Sluni-Wasserfälle auf jeden Fall empfehlen. Es dauert so circa eine Stunde, das ganze Besuch, und es ist sehr erlebnisreich. Man hat vieles zum Zuschauen und zum Interagieren. Hat mir gut gefallen. Besonders die Handarbeitsausstellung. Und wenn ihr wirklich ganz wenig Zeit habt, dann könnt ihr noch auf die andere Seite dieser Brücke kommen, denn hier gibt es Restaurants, Gästehäuser, Souvenirshops und so weiter. Und da gibt es auch nochmal Wasserfälle und schöne Flussläufe. Und da könnt ihr einen Kaffee trinken oder was essen und Rastoke zumindest ein wenig genießen, bevor es weitergeht. Der Gerfried schaut sich noch die andere Seite vom Fluss an. Aber ich bin schon auf dem Weg zum Camper. Ich habe genug Herumspaziererei und von meinen nassen Füßen. Ich brauche dringend trockene Socken, trockene Schuhe. Deshalb gehe ich mal Tee kochen. Ganz schön bergauf und bergab geht's auch, ihr hört's. Euler ist schon voraus zum Camper. Und ich laufe jetzt hinterher und bin gespannt, ob die Ruby den Camper jetzt schon komplett zerlegt hat. Vor lauter Ungeduld, denn jetzt geht's nach Hause. Du warst schon da. Ja, jetzt bin ich gelaufen, jetzt ist mir warm. Ja, es hat immerhin 16 Grad da. Jetzt ist vorbei mit der Herbstreise. Das Intro zu der Reise haben wir in Kroatien aufgenommen und dann passt es ganz gut, dass wir auch das Outro wieder hier aufnehmen. Hier in Slun geht die Reise sozusagen zu Ende. Jetzt werden wir nur mehr fahren, denn heute wollen wir nach Hause kommen und morgen hat die Olde einen Termin und insofern bleibt uns jetzt keine Zeit mehr. Wir werfen uns jetzt bei Karlovac auf die Autobahn und dann geht's nach Hause. Bei dem Wetter passt das ein wenig. Ja, sehr schön war's. Die Rückreise war jetzt wieder etwas schneller als uns lieb ist. Wir hätten gern mehr Zeit verbracht unterwegs. So haben wir zumindest viele, viele Orte uns gemerkt, die wir bei einer zukünftigen Reise nochmal anfahren wollen und genauer entdecken wollen. Genau so ist das. Wir kommen bestimmt wieder. Danke fürs Dabeisein auf dieser Reise. Die nächste folgt demnächst. Wir haben Pläne fürs Überwintern, aber mehr dazu in den nächsten Videos. Danke fürs Zuschauen und ciao. Ciao. Weil Kroatien so nahe liegt. Ich meine eigentlich Albanien und so weiter. Ja, und da müssen wir durchfahren. Genau. Auf dem Weg nach Griechenland. So haben wir zumindest viele, viele Punkte notiert, die wir bei einer späteren Reise